dem Jahr 1981, also seit mehr als 30 Jahren, haben sich rund um den Einsatz der Arbeiterwohlfahrt mehrere soziale Projekte entwickelt, die zu einem festen Bestandteil der Arbeit in Schöppenstedt gehören. Zu nennen sind hier neben der Sozialstation das betreute Wohnen, Essen auf Rädern, der Seniorenkreis, die Tafel- und Kleiderstube. Die hauptamtliche Arbeit wird von 28 zum größten Teil examinierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet. Hinzu kommen die unzähligen ehrenamtlichen Helfer, die das hohe gesellschaftliche Engagement der AWO in Schöppenstedt erst ermöglichen und ein wichtiges Standbein zwischen Elm und Asse bilden. Die Freiheit, den Alltag bis in das hohe Alter in der eigenen Wohnung gestalten und genießen zu können, ist ein wesentliches Merkmal des betreuten Wohnens in Schöppenstedt. Das ausgebildete Pflegepersonal der Arbeiterwohlfahrt steht seit dem Jahr 2002 in insgesamt 34 seniorengerechten Wohneinheiten in der Jasperstraße zur Verfügung. Ach, guten Tag. Guten Tag, Frau Mack. Ich komme zum Blutdruckmessen. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. Ja, ja bitte. Okay. Das Pflegepersonal steht für den Bewohner über den Hausruf rund um die Uhr zur Verfügung. Ja, Frau Schmidt, wir wollten hier nochmal Ihren Blutdruck kontrollieren. Ne? Machen wir. Der war ja letztens so hoch. Und das ist besser, wenn er mal... Der Erkältung. Ja, so. Das geht immer nicht so schnell an einem vorüber, ne? Nein. Na schau. Aber ich fühle mich das schon. Betreute Wohnen orientiert sich an dem anhaltenden Trend, die alternde Gesellschaft in das aktive Leben zu integrieren. Ja, der Doktor hat das dann immer ganz gern, wenn man mal ein bisschen kontrolliert. Guten Tag, Herr Randl. Guten Tag. Bitte schön, Ihr Essen. Dankeschön. Guten Appetit und Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Für mich ist es eine große Erleichterung, dass ich das Essen auf Rädern bekomme. Im Ort ist keine Einkaufsmöglichkeit mehr und ich habe eine große Auswahl und kann mir das für mich schmackhafte Essen aussuchen. Seit 2006 finden die Schöppenstädter Tafel und der Mittagstreff auf dem Gelände der Arbeiterwohlfahrt am Nordbahnhof statt. Dort können sich Leute mit geringem Einkommen kostenfrei mit Lebensmitteln versorgen. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Was darf es denn heute sein? Es kann aus einer breiten Auswahl an Obst, Gemüse und Bedarf des täglichen Lebens gewählt werden. Wurst lieber Aufschnitt oder so ein Stück Wurst? Ein Stück am besten. Ja. Dann noch ein bisschen Creme Fraiche. Die Lebensmittel für die Tafel werden von den Supermärkten der Region Schöppenstedt gespendet. Liebe Mitglieder des Seniorenkreises, liebe Freunde der Arbeiterwohlfahrt, ich begrüße Sie heute Morgen ganz herzlich zu unserem kleinen Frühlingsbrunch. Sie sehen, die fleißigen Hände haben schon alles auf die Tische gestellt, aber zur Begrüßung... Das gesellschaftliche Engagement wird bei der Arbeiterwohlfahrt großgeschrieben. Ein
Für interessierte Senioren finden regelmäßig Treffen, gemeinsame Aktionen und Handarbeitskreise in der Seniorenbegegnungsstätte in Schöppenstedt statt. Die Treffen werden von Mitgliedern für Mitglieder und Interessierte organisiert. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier zu unserer Jahreshauptversammlung des AWO Ortsverein in Schöppenstedt. Ich begrüße alle Mitglieder und auch die Gäste ganz herzlich. Die Mitglieder des AWO Ortsvereins treten für eine gerechtere Gesellschaft ein. Unsere Mitglieder helfen denen, die sich selber nicht helfen können. Derzeit hat der Verein über 100 Mitglieder, die auf Versammlungen zukünftiges Programm für Jung und Alt in Schöppenstedt gestalten. Ich denke, es gilt zunächst erstmal herzlichen Dank zu sagen an den gesamten Vorstand und alle diejenigen, die ehrenamtlich, ob im betreuten Wohnen, hier in der Begegnungsstätte, am Nordbahnhof, im Mehrgenerationshaus, in der Tafel, in der Kleiderbörse und bei vielen anderen Einrichtungen bzw. Gelegenheiten in dem vergangenen Jahr dazu beigetragen haben, dass wir heute... Unser besonderer Dank geht an Otto Hagedorn. An dem Motto, etwas für seine Mitmenschen zu tun, orientiert sich die gesamte Sozialarbeit in Schöppenstedt. Er legte den Grundstein für das Engagement der Arbeiterwohlfahrt in Schöppenstedt. Otto Hagedorn gründete 1946 den Ortsverein Schöppenstedt, in dem er bis 2001 Vorsitzender war. Thank you.